Tiere wurden auf dir geopfert, Götter und Menschen kämpfen auf deinem Relief. Teile von dir sind steinalt, über 2000 Jahre. Jetzt müssen wir Abschied nehmen, bye bye Pergamon-Altar. 5 Jahre lang bist du jetzt nicht mehr zu sehen, wirst renoviert. Dein Saal ab Ende September geschlossen. Mehr als 1 Million Menschen hast du jährlich beeindruckt, gehörst zu den Top 10 der Berliner Attraktionen. Jetzt müssen die Pilger mit deinem Zuhause Vorlieb nehmen. Das Pergamon-Museum, das deinen Namen trägt, bleibt offen. Und das 360-Grad-Panorama des Künstlers Yadigar Azizi wird jetzt wieder aufgebaut. Natürlich kein Ersatz für dich, aber vielleicht für ein paar Jahre ein kleines Trostpflaster. Bis zu 2 Stunden warten, bei dem Wetter kein Problem und der Pergamon-Altar ist schließlich eine der größten Attraktionen Berlins für Besucher aus aller Welt. Es ist wichtig, das zu sehen, wenn du in Berlin bist. Ich wollte immer schon hierher kommen, das ist heute meine Hauptsehenswürdigkeit. Ja, ich glaube, der hier ist, soll das sehen. Naja, 2 Stunden warten, das ist hart, aber wir kommen extra aus Irland. Wer dann endlich vor dem Pergamon-Altar steht, ist sofort gebannt. So groß, so voller Ausdruck und Gewalt. Das Hochrelief aus dem 2. Jahrhundert vor Christus zeigt das geradezu brutale Gemetzel zwischen Göttern und Giganten. Unzählige Körper ineinander verschlungen. Der 113 Meter lange Fries, ein Gleichnis für den Kampf des Guten gegen das Böse. Mit weit über 1 Million Besucher pro Jahr ist das Haus das meistbesuchte Museum Berlins. Antike Architektur in Originalgröße, ein weltweit einmaliges Museumserlebnis. Wir haben sowas noch nicht gesehen. Ich fand die Darstellungen, Rekonstruierung und was gefunden wurde, sehr interessant und überhaupt überwältigend. Gefällt mir sehr. Ich finde das sehr großartig. Das ist so gewaltig, dass man gar nicht weiß, wie man es fotografieren soll. Und ich muss sagen, es hat sich wirklich gelohnt, hierher zu gehen. Ich kann es nur jedem empfehlen. Doch wegen der jetzt anstehenden Sanierungsarbeiten werden die Besucher den Pergamon-Altar über Jahre nicht zu Gesicht bekommen. Das Herzstück der Berliner Museumsinsel geschlossen, das schmerzt wohl niemanden so sehr wie Andreas Scholl, den Direktor der Antikensammlung, es sei aber unvermeidlich. Es müssen die Dächer erneuert werden, es muss die gesamte technische Infrastruktur des Museums erneuert werden. Das Haus ist 84 Jahre alt, jeder kann sich vorstellen, was er für sein eigenes Haus bedeuten würde. Und deshalb alle Versuche, das Haus provisorisch offen zu halten oder den Altarsaal offen zu halten, zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt. Doch auch während der Bauarbeiten werden einzelne Räume geöffnet bleiben, so die Prozessionsstraße von Babylon mit dem Ishtar-Tor, einem der 7 antiken Weltwunder. Das absolute Highlight des Museums, den Altarsaal, können Besucher aber voraussichtlich erst 2019 wieder durchschreiten, wobei große Bauprojekte in Berlin ja schon mal länger dauern. Später am Nachmittag ist die Schlange ein wenig kürzer. Die Schlange all derer, die lieber 1 Stunde als 5, 6 Jahre darauf warten wollen, den Pergamon-Altar zu sehen. Der Kampf der Götter gegen die Giganten. In Stein gemeißelt am großen Fries des Pergamon-Altars. Und es ist der Kampf eines Giganten gegen die Spuren der Zeit. 1,3 Millionen Besucher aus aller Welt kommen pro Jahr, um den Pergamon-Altar zu sehen. Aber jetzt muss der Saal um ihn herum saniert werden. Ein neues Glasdach muss her und moderne Klimatechnik. Da heißt es für seine vielen Fans Abschied nehmen für mindestens 5 Jahre. Ich bin öfter schon hier gewesen, den Altar, also liebe ihn. Und bin natürlich traurig. Er ist so gigantisch. Freunde haben gesagt, wenn du nach Berlin fährst, musst du ihn besuchen. Und jetzt habe ich Glück gehabt, dass ich ihn sehen kann, bevor er geschlossen wird. Wir waren vor 6 Wochen schon mal hier. Da stand da draußen eine Schlange. Das war während der Urlaubszeit. Ich denke, es war bald 1 Kilometer. Und da sind wir wieder umgedreht. Aber heute wollten wir die Chance noch mal nutzen, weil es begrenzt ist bis zum Wochenende. Der Andrang ist groß. Schließlich sind 5 Jahre ohne Pergamon-Altar eine lange Zeit. Und viele befürchten, dass es eventuell noch länger dauern könnte. Es läuft ja, glaube ich, in Berlin nicht alles immer so planmäßig mit den Bauvorhaben. Also deshalb möchte ich es doch noch, bevor es zumacht, sehen. Man weiß ja immer nicht, was Berlin baut, ne? Geht ja nie richtig bis... Nur 5 Jahre wird bestimmt nicht sein, aber müssen wir uns gut halten und kommen dann wieder. Seit seiner Eröffnung 1930 ist das Pergamon-Museum ein Publikumsmagnet. Schon Charlie Chaplin ließ sich von dem gewaltigen Altar verzaubern.
Während der Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg wird das Museum schwer beschädigt, danach nur notdürftig wieder aufgebaut. Heute ist es marode und veraltet. In Etappen wird jetzt saniert. Die Arbeiten haben 2013 begonnen, unter schwierigsten Voraussetzungen. Gebaut wird sozusagen um den Pergamonaltar herum. Das hunderte Tonnen schwere Kunstwerk auszulagern, war der Museumsleitung zu riskant. Jetzt muss der antike Weltstar hinter einer Schutzhülle verschwinden. Wir haben viele Besucher. Wir wissen, dass der Pergamonaltar neben Nofretete eigentlich der Hauptanziehungspunkt auf der Museumsinsel ist. Und insofern ist dieser Rückgang für uns natürlich schon auch nicht erfreulich. Und insofern darf man auch sicher sein, dass wir alles dafür tun werden, dass er möglichst schnell wieder zugänglich sein wird. Ende 2019, so der Plan, soll der Pergamonsaal in neuem Glanz erstrahlen. Wer den Altar noch einmal sehen will, Sonntag ist die vorerst letzte Gelegenheit.
We'll be right back.
baby, loud.